Salut Leute, wir machen heute einen Frühlingssalat mit einem Kartoffel-Rote-Bete-Rösti und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben für euch neu jetzt den Newsletter auf der biokoch.de, da könnt ihr ihn abonnieren. Einfach auf der Startseite eure E-Mail-Adresse eintragen und rausschicken. Wir versenden den regelmäßig, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Für den Frühlingssalat haben wir natürlich vor allen Dingen grüne Zutaten. Das heißt, wir machen ein bisschen Brokkoli, den schwenken wir kurz an. Frühlingslauch, das dicke wird angeschwenkt, der wird noch klein geschnitten. Postelein, Kresse und dann Zitronensaft, Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und dann eine schälte Kartoffel und rote Beete für das Rösti. Wir starten mit dem Frühlingslauch. Wie schon gesagt, hier die dickeren Stängel bis zum Grün ungefähr. Ich schneide das an. Das kommt jetzt hier in die Pfanne rein. Etwas Olivenöl hinzu. Frühlingslauch rein. Und wir haben noch Platz in der Pfanne. Dann setzen wir auch schon mal den Brokkoli dazu. Der Frühlingslauch war jetzt vor 5 Minuten in der Pfanne und der Brokkoli. Würzen wir das Ganze. Pfeffer und Salz einfach. Und der Frühlingslauch, der muss dann schon mal raus. Ne? Der ist schon soweit. Den Brokkoli lassen wir nochmal 2-3 Minuten länger drin. Wenn euch der Brokkoli nur vom Braten zu roh ist, dann löscht ihr ihn mit ein bisschen Wasser ab und lasst das wieder einkochen. So ein bisschen, ein paar Spritzer habe ich das auch schon mal angemacht. Und dann entscheidet ihr einfach, wie knackig wollt ihr ihn haben. Ne? Ich mag ihn sehr knackig, weil es zum Salat auch passt. Deswegen nehme ich ihn jetzt mal raus. Jetzt geht es weiter mit dem Kartoffel-Rote-Bete-Rösti. Dafür haben wir natürlich die Kartoffel. Ich habe schon mal geschält. Und raspeln wir die. Ich nehme hier so die bisschen gröbere Raspel, aber das bleibt euch überlassen, so wie ihr es mögt. So. Und dann kommt zum gleichen Teil rote Beete. Die ist roh, geschält. Ein bisschen natürlich vorsichtig, weil der sehr farbintensiv ist. Und das gibt nicht so schöne Flecken. Ungefähr, ne? Ungefähr 1:1. Dann würzt man das ganz normal mit Pfeffer und Salz. Gebe schon mal etwas Olivenöl wieder in die Pfanne. Könnt auch ein anderes Öl nehmen, Rapsöl. So. Gut vermischen. So ein bisschen auspressen. Dann machen wir so kleine Häufchen in die Pfanne hinein und braten die Rösti kross. Ja, die werden jetzt von beiden Seiten kross gebraten. Gucken, zack. Ne? Hier mag man es erkennen, ne, dass es kross ist. Sieht man natürlich nicht ganz so gut bei Rote Beete. So. Während die jetzt wohl sich hinbraten, die sind auch gleich fertig, machen wir unser Dressing. Dazu Frühlingslauch, das Grüne jetzt. Hauchdünn schneiden. So, ne? Einfach reichlich davon mitverwenden. Super lecker. So. Knoblauch. Mache ich mal durch die Presse. Wir essen den Salat gleich. Ist das auch völlig in Ordnung mal. Rote Zwiebel. Als Kontrast.
Muss jetzt nicht unbedingt sein, wir haben ja schon so viel Zwiebel drin. Deswegen sage ich mal, die halbe reicht auf jeden Fall. Ist ganz schön scharf. Auch der Frühlingslauch ist ganz schön scharf. Geht mir hier gleich in die Augen rein. So. Dann Zitrone. Ich finde mal, Zitrone passt zum Frühling. Perfekt. Rollen ausdrücken. Die Kerne stören mich nicht. Die sind auch sehr gesund, wenn man sie mit isst. Wen sie stört, den nimmt sie einfach raus. So. Olivenöl. Pfeffer. Besten immer frisch aus der Mühle. Und etwas Meersalz nach Geschmack. So. Dann geht es ans Anrichten. Leckeren, krossen rote Beete-Rösti. Also nur aus rote Beete geht es im Übrigen nicht. Wir brauchen die Kartoffel zum Kleben. So. Ne? Fünf. Ungerade Zahl ist immer schön. Dann etwas von dem Postelein-Salat. Frühlingslauch. Brokkoli, die kleinen Röschen hier. Die ein bisschen hübsch aussehen. Drauf. Oh, noch so ein paar mehr Blätter, ne? So, Dressing. Träufeln. Bisschen Tomate kommt dazu. Zwei, drei Ecken. Einfach so jetzt ein bisschen hübsch machen. Könnte auch Radieschen sein, würde auch sehr gut passen. Und Kresse. Die gehört natürlich immer ins Frühling mit hinein. So. Da haben wir es fertig. Et voilà. Bon Appetit wünsche ich euch. Euer Bierkoch.